Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Session im Wissensmanagement MOOC 2019. Unsere Expertin heute ist die Elisabeth Petratsch von der Austria Telekom A1. Elisabeth ist dort Agile Coach. Sie kommt ganz, du korrigierst mich, wenn es nicht stimmt, aus diesem Umfeld Fort- und Weiterbildung, Training, Change Management, hat lange auch im Program Management Office bei der A1 gearbeitet und ist auch verantwortlich dort für das Wissensmanagement, mit dem die A1 letztes Jahr die Auszeichnung als exzellente Wissensorganisation gewonnen hat. Und deshalb sind wir natürlich sehr neugierig, was die Elisabeth uns über dieses exzellente Wissensmanagement berichten kann. Ansonsten kenne ich Elisabeth hauptsächlich durch ihr Engagement für die Gesellschaft für Wissensmanagement. Ganz wunderbar. Sie war bis vor kurzem engagiert im Vorstand, hat das Projekt der neuen Website gestemmt, was ich ganz großartig finde und was, wer von euch vielleicht ehrenamtlich in einem Verein tätig ist, weiß, solche Projekte sind immer etwas schwierig und die neue Webseite ist am Start und das ist eine großartige Leistung. Genau, und damit halte ich jetzt auch den Mund. Ich gebe dir das Wort, Elisabeth, und bin sehr gespannt, was du uns über euer Wissensmanagement erzählst. Ja, Elisabeth Petratsch ist mein Name. Danke, Gabriele, danke, Dirk. Hat ja schon ganz viel gesagt zu mir. Ich habe hier einfach noch einmal auf einer Seite zusammengeschrieben, wie ich mich so sehe und was mich so ausmacht. Ja, das stimmt. Also das Wissensmanagement ist eines meiner Steckenpferde. Ich habe auch in Krems Wissensmanagement studiert. Im Unternehmen innerhalb der A1 bin ich jetzt schon seit 20 Jahren in wechselnden Verantwortlichkeiten und jetzt seit ganz neuem eben in der Rolle als Agile Coach. Das ist wirklich eine ganz neue Rolle, die im Unternehmen jetzt geschaffen worden ist. Und ich freue mich sehr, dass ich da jetzt das Unternehmen auch ein Stück weit begleiten kann. Die exzellente Wissensorganisation ist ja auch schon erwähnt worden. Genau, das ist ein Evaluierungspreis, wo man anhand von verschiedenen Fragebögen und Interviews sozusagen sicherstellt und beweisen kann, was denn die Organisation zum Thema Wissensmanagement so macht. Und ja, da sind wir letztes Jahr eben haben wir nicht den Preis gewonnen, das muss ich jetzt an der Stelle korrigieren, sondern wir waren unter den Finalisten und es hat sich dann die ThyssenKrupp und der katalanische Fußballverein knapp gegen uns durchgesetzt. Wer sind wir? A1 Telekom Austria ist Teil der A1 Telekom A1 Group, die eben in 7 Ländern operiert, sozusagen tätig ist. Das sind vor allem Länder wie Kroatien, Serbien, Bulgarien, Weißrussland. Und was uns verbindet, ist sozusagen One Company, One Strategy. Und schon in der Strategie findet man Constant Learning und Team Trust und Agility als 2 Strategy Enabler, auf die ich jetzt dann im Folgenden einfach noch näher eingehen werde. Alles, was da sonst noch draufsteht, sind inhaltliche Dinge, mit denen ich euch heute gar nicht langweilen möchte, weil auf den Inhalt kann ich sowieso nicht eingehen, weil da geht es einfach um Digitalisierung, da geht es um Empowering Digital Life von unseren Kunden, da geht es um Kundenbegeistern. Aber ich möchte euch gern einfach in ein paar Folien, ich habe viele Bilder mitgebracht, die das einfach vielleicht noch ein bisschen veranschaulichen, was wir hier so tun. Und vor allem habe ich euch viele Beispiele mitgebracht, damit ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt, wie wir den so tun. Wissensmanagement, eines von vielen Puzzlesteinen in dem ganzen New Ways of Working. Aber jene von euch, und ihr seid ja alle Experten im Wissensmanagement, wissen ja, dass das schon ganz lange gibt und das ist ja auch gar nichts Neues. Aber eben in diesem Rahmen von New Ways of Working hat es einfach eine ganz neue Bedeutung bekommen und mit den Möglichkeiten von Digitalisierung auch ganz neue Chancen. Und auf das möchte ich jetzt einfach ein bisschen reingehen.
Was in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist, und das ist jetzt ein Schlagwort, New Ways of Working ist viel mehr als schöne neue Büros. Die haben wir nämlich auch bekommen in dem Zusammenhang. Wir haben unsere Büroflächen, die von langen, engen Gängen geprägt waren, in offene, helle Coworking Spaces umgestaltet bekommen. Und das hilft uns natürlich auch enorm, kürzere Wege in der Kommunikation zu leben, einfach zu sehen, wer ist denn gerade da, wen kann ich denn gerade ansprechen und einfach die direkte Kommunikation hier wahnsinnig zu forcieren und natürlich die Wege zu verkürzen und auch die Durchlaufzeiten damit zu verkürzen. Und diese drei Ebenen von Mindset, Skillset und Toolset, die sind für mich schon ganz gleichwertig, ja. Also wenn wir jetzt schon bei den offenen Büroräumlichkeiten sind, dann gehört da auch dazu das ganze Thema der flexiblen Arbeitsmöglichkeiten. Flexible Arbeitsmöglichkeiten bedeutet, dass Arbeit nicht nur im Office stattfindet, dass Arbeit auch von zu Hause aus stattfinden kann, auch vom Kaffeehaus aus stattfinden kann, auch vom Kunden aus stattfinden kann. Möglich wird das alles durch moderne Infrastruktur natürlich, Digitalisierung oder so Dinge auch wie ein Webinar, so wie wir das jetzt gerade haben, wo wir einfach weltweit umspannt uns auch sehen können, uns auch spüren können und so miteinander arbeiten und voneinander profitieren können. Und last but not least in diesem Toolset ein wesentlicher Bestandteil ist auch unser Social Network, das wir jetzt mittlerweile seit 4 Jahren haben. Also das ist der Corporate Facebook-Ableger, der sich Workplace nennt und der uns da ganz stark auch hilft, Kommunikation zu forcieren, Hierarchien zu überbrücken oder zu sprengen sogar und hier einfach in ganz kurzen Wegen themenbasiert einfach in den Austausch gehen zu können. Ich weiß nicht, wer von euch ein Enterprise Social Media hat. Das ist viel mehr als Katzenfotos und Fotos von Suppe oder whatever. Ja. Es geht hier themenbasiert darum, Communities zu bilden, die sich austauschen, wo ganz viel Knowledge Sharing passiert, wo Live-Einstiege passieren, zum Beispiel in Sprint Reviews, die wir öffentlich gestalten von unseren agilen Teams auch, und wo man einfach ganz niederschwellig live dabei sein kann, sich das vielleicht in der Bahn danach anschaut, am Weg nach Hause, wenn man nicht live dabei sein kann oder wenn man es vielleicht irgendwann mal nachschauen will, wenn es halt gerade zum Thema passt. Also dieses auch die Verfügbarkeit der Informationen on demand ist in dem Zusammenhang ein ganz ein wichtiger Punkt. Das Mindset, und da erzähle ich euch wahrscheinlich gar nichts Neues, ist eine wesentliche Grundlage, eine wesentliche Basis, dass dieser informelle und aber natürlich auch formelle Wissensaustausch ganz gut funktionieren kann. Einerseits natürlich den Freiraum im Denken und eben auch diesen anderen Zugang zur Arbeit, also nicht nur Arbeit passiert nicht nur am Schreibtisch, Arbeit passiert nicht nur mit dem Laptop, sondern Arbeit passiert ganz stark auch in kreativen Zonen, in Workshops, im informellen Gespräch, in Kaffeeküchen und das alles sozusagen. Dafür braucht es auch vom Mindset her genau diese Einstellung und vor allem auch, und das, da komme ich dann auch gleich noch hin, auch bei den Führungskräften, dass dieser Freiraum geschaffen wird. Aber es braucht auch Spielregeln. Und da haben wir eine Reihe von Spielregeln, die wir uns als Unternehmen aufgeschrieben haben. Also sprich, da geht es ganz stark auch um, wie wollen wir in diesem Open Office zusammenarbeiten. Welche Regeln legen wir uns auch auf, wie wir Räume, wenn wir fertig sind mit unserer Arbeit, auch wieder verlassen? Das ist zum Beispiel auch so ein Learning gewesen, das nicht von Anfang an gut funktioniert hat, dass man sozusagen die Räumlichkeiten auch für die Nächsten wieder sehr schön und sehr aufgeräumt hinterlassen hat. Da gab es dann manchmal eine böse Überraschung, wenn man dann zum Beispiel in einen Workshop-Raum gekommen ist und der war noch zugepflastert von all den schönen Dingen, die Vorgruppe gemacht hat beispielsweise.
Es kommt aber auch dazu, sozusagen genau dieses Mindset der Führungskräfte, Arbeit kann von überall passieren. Das heißt, weg von dieser Anwesenheitspolicy hin zu der Beitragspolicy, also egal von wo, man kann von überall beitragen. Ja, genau. Und noch ein paar andere Dinge, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander. Also auch das ganz große Thema rund um Wertschätzung, wie wird Wert auch gemessen, ja, nicht durch Anwesenheit, sondern eben wie kann ich Nutzen bringen. Und was da auch noch dazu kommt, ist auch dieses Aufbrechen der organisatorischen Rahmenbedingungen in dem Zusammenhang. Das heißt, wirklich diese Zusammenstellung von interdisziplinären Teams, wo man einfach gut an einem Thema arbeiten kann und ergebnisorientiert laufend Lieferungen schafft. Und das ist einfach auch noch ein Punkt, den ich da beim Mindset gerne mit euch teilen möchte. Und last but not least, das Thema Skillset. Und wenn es um Constant Learning geht, ist ja das ein ganz zentraler Baustein. Was mir an der Stelle wichtig ist, ist einerseits, dass es hier nicht nur um inhaltlichen Skill geht. Also wir sind ja in der Telekommunikationsbranche und müssen uns mit Dingen beschäftigen. Also ich bin jetzt 20 Jahre im Unternehmen, die ich noch nicht an der Uni gelernt habe. Ich habe noch nichts über Big Data, über Internet of Things oder neue Technologien wie 5G oder so gelernt. Das heißt, das sind alles Themen, mit denen wir uns jetzt im Unternehmen gut auseinandersetzen müssen. Nicht nur das. Für uns ist auch ganz, ganz wichtig ein methodischer Zugang, das heißt auch diese andere Art der Arbeit. Das heißt, stellvertretend dafür agile Methoden, aber agile Methoden, und das möchte ich an der Stelle auch gleich sagen, ist für uns nicht nur Scrum und Design Thinking, sondern agile Methoden ist alles das, was uns hilft, das agile Mindset gut zu unterstützen. Und da komme ich dann auch gleich nochmal so drauf. Und last but not least, ganz ein starker Fokus auf persönliche Entwicklung. Persönliche Entwicklung, sei es eben Agile Mindset, und da gehören viele Dinge dazu, wie auch Resilienz, Achtsamkeit, Mut, all diese Dinge, aber auch ganz besonders eine andere Art der Führung. Und wir haben uns für diesen Learning Part an Charles Jennings orientiert, eben mit diesem 70-20-10 Modell. Dieses 70-20-10 Modell ist eben so gedacht, oder wir haben es so interpretiert, dass wir 70% all der Dinge, die wir lernen, im Tun machen. Das heißt, die Anwendung von diesen reflexiven Prozessen, die ja zum Beispiel in der agilen Methode Scrum auch mit dazukommen, eben diese ständige Anwendung von Retrospektiven, früher hat man Lessons Learned dazu gesagt, aber einfach dieses ständige Hinterfragen, die ständige Reflexion des Tuns, nicht nur der Ergebnisse, sondern auch, wie man zusammenarbeitet. Auch in diesen 70% Anteil gehören diese Experimente hinein. Wie schon erwähnt, wir beschäftigen uns viel mit Dingen, die neu sind. Und wenn Dinge neu sind, dann gibt es per Definition noch keine Anleitungen dazu, keine Arbeitsanweisungen dazu. Das heißt, wir sind in einem Bereich, wo wir experimentieren müssen. Und das wollen wir tun. Und ja, und bei Experimenten geht auch vielleicht dann einmal was schief. Und da ist einfach auch ein ganz ein konstruktiver Umgang mit Fehlern beispielsweise ganz, ganz wichtig. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, dass es auch formelle Dinge gibt wie Guides und Manuals, wo eben die Erfahrungen, die jemand gemacht hat, dann auch aufgeschrieben und systematisiert werden, so dass die anderen das nicht noch einmal experimentieren müssen, sondern dass die dann auf diese Dinge dann auch zugreifen können. Und wie schon erwähnt, unsere soziale Plattform, die einfach im täglichen Tun fix integriert ist. Im 20% Anteil des Lernens sehen wir ganz stark das Thema Lernen von den anderen oder eben soziales Lernen. Was meint das? Das meint im Wesentlichen die Vernetzung von Menschen. Die Vernetzung von Menschen thematisch in Form von Communities of Practice, beispielsweise für
alle, die in derselben Rolle sind. Wer vielleicht das Spotify-Modell kennt, da gibt es einen querliegende Gilde, beziehungsweise, so jetzt ist mir der Name gerade entfallen, neben Squads und Tribes gibt es eben auch noch die Gruppe der homogenen Berufsrollen sozusagen. Bei uns heißen die, das nennen wir eben die Communities, zum Beispiel von den Agile Masters oder von themenorientierten Communities. Und die treffen einander, tauschen sich aus, haben auch einen geschützten Lernraum, wo sie zum Beispiel Methodiken ausprobieren können und haben hinterher dann natürlich auch die Möglichkeit, sich über das soziale Netzwerk dann wieder auszutauschen. Coaching, Mentoring und Feedback gebe ich da auch noch gleich dazu, ist einfach dieses persönliche Wachsen, eben auch in neue Rollen hineinwachsen und sich da eben gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Und hier drauf haben wir auch Working Out Loud. Für diejenigen, die das Konzept kennen vom John Stepper, an dem haben wir uns angelehnt, aber wir leben es jetzt nicht so, wie es sozusagen in dem Konzept vorgegeben ist mit diesen Circle Guides und so, sondern für uns ist Working Out Loud ganz stark dieses Peer Learning. Das heißt, ich suche mir Leute, mit denen ich mich zu meinen Zielen sozusagen austausche, von denen ich mir Inspiration hole und die mich sozusagen auch ein bisschen challengen vielleicht. Ja. Und in solchen Peer-Learning-Einheiten, wo jeder tatsächlich an seinen Zielen arbeitet, aber eben jetzt nicht so systematisiert wie Working Out Loud, das jetzt laut Methode sozusagen vorsehen würde, aber eben in Anlehnung an das. Und last but not least, aber einen sehr kleinen Anteil von dem Lernen einnehmend, soll eben dieses formale Lernen sein. Formales Lernen in Classrooms, beziehungsweise auch sozusagen die Trainersituation kann man ja natürlich auch virtualisieren, so wie wir das jetzt hier haben. Der größere, viel größere Anteil passiert eben on the job oder eben im sozialen Kontext. Genau. Was wir wollen eben in diesem ganzen Zusammenhang ist, und sozusagen auf diesem New Way of Work, ja, wo wir schon ein Stückchen gegangen sind, aber wo wir ganz klar wissen, da ist noch ein ganz weiter Weg, haben wir uns solche Von-zu-Prämissen auch gesetzt. Also eben diese Purpose-Orientierung, ja, als Unternehmen nicht nur am Profit orientiert zu sein, sondern wirklich Sinn erzeugen, ja. Organisatorisch, hierarchisch zur Richtung Netzwerkorganisation uns weiterzuentwickeln, die einfach agiles Arbeiten möglich macht. Also wirklich mit der Idee, die Hierarchie so gut wie möglich aufzubrechen und Ende zu Ende Teams zusammenzustellen. Da haben wir im Moment circa 80 Teams, die schon so aufgestellt sind, aber das ist noch ein relativ kleiner Teil unserer Organisation, also da reden wir jetzt circa von 1000 Leuten, die jetzt schon mit agilen Methoden und in agilen Settings arbeiten und in Summe sind wir aber 8000 in Österreich. Kulturell natürlich auch eine Riesenherausforderung, wie ich auch schon erwähnt habe, auch für unsere Führungskräfte, sozusagen auch den Begriff Empowering, ja, die Entscheidungen dorthin zu bringen, wo sie getroffen werden sollen, nämlich im Operativen, also nicht in der Hierarchie, sondern dort, wo sie eben auch den Impact erzeugen und ganz stark dieses Thema Kulturwandel auch. Im Vorgehen von einer planungsorientierten Organisation zu einer innovativen, experimentierfreudigen Organisation zu kommen, also sprich Dinge auszuprobieren, Dinge zu verproben, so wie man das auch aus dem Lean Startup Approach kennt, ja. Die ganz stark die Arbeit auch mit Minimal Viable Products, kurze Entwicklungszyklen, Feedback einholen, einarbeiten in die Produkte, in die Prototypen und dann den nächsten Feedback-Zyklus zu starten. Und auch kulturell natürlich auch ganz wichtig, sozusagen von einer
Closed Doors Policy zu einer transparenten Organisation zu werden, wo eben Team Trust und Agility unsere handlungsanweisenden Prinzipien auch sind. Schon erwähnt, eine Riesenherausforderung für die Führung. Was haben wir gemacht? Wir haben ausgehend aus Workshops, die wir in allen Ländern durchgeführt haben, sogenannte Leadership Ambitions entwickelt. Und das sind jetzt diese 5. Und im unteren Bereich sind sozusagen die, und wie erkennen wir denn das? Und wie wollen wir denn das leben? Ja? Und das ist jetzt natürlich die österreichische Version daraus, aber das gibt es in allen Ländern in den jeweiligen Flavors, wie sie es halt haben wollten. Und was man hier jetzt schon auch sehr schön sieht, sind eben auch diese, ja, vom Mindset her eine sehr große Änderung drinnen von Command und Control hin zu Führungskraft als Coach, Führungskraft als Enabler und sozusagen kulturell sehr stark dieser Teamgedanke drinnen, als Team erreichen wir mehr, du musst kein Einzelkämpfer sein, wir schauen, dass wir in diversen Teams möglichst gute Ergebnisse erreichen, indem wir die Stärken der einzelnen Teammitglieder hier fördern und so natürlich auch die Motivation stärken. Hier drinnen findet man auch wieder an mehreren Stellen diesen konstruktiven Umgang mit Fehlern und eben auch ganz stark diesen menschlichen Zugang. Ja? Also zeige deine Emotionen, sei mit dem Herz dabei, bring dich ein, ja, hab Mut. All diese Dinge sind hier noch einmal ganz schön aufgeschrieben. Und die Größe, und das kennt man ja aus WordClouds, ist sozusagen auch der Grad der Zustimmung von den Workshops damals, wie diese Verhaltensweisen auch entwickelt worden sind. Was haben mehr Leute gesagt? Ja, das ist jetzt das, was hier größer geschrieben ist. Und was sind eher so Dinge, die halt vereinzelt noch gekommen sind? Das sind dann die Dinge, die hier diesen Leadership Ambitions kleiner geschrieben sind. Jetzt ist das aber nicht nur ein Plakat, das wir irgendwo hinhängen oder eben ins Intranet oder auf unsere Workplace-Channels stellen, sondern wir arbeiten ganz stark mit den Führungskräften. Unser Leadership-Team arbeitet da auch ganz stark mit dazu und jedes unserer Leadership-Team-Members hat sich eine von diesen Leadership-Ambitions sozusagen als Pate genommen und arbeitet da für die gesamte Organisation dann mit gewissen Maßnahmen. Und mich hat das sehr gefreut, dass ich von Enterprise-Chef, also Senior Director Business Enterprise, eingeladen worden bin, mit ihm gemeinsam eben experimentiere und fokussiere, hier auch umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel eine Fail-and-Learn-Session gemacht. Und eine Fail-and-Learn-Session, eine Fail-and-Learn-Session ist so ein bisschen abgekupfert von den Fuck-Up-Nights. Fuck-Up-Nights, das ist ja hier jetzt eines der Plakate und wir haben 2017, und das ist jetzt doch schon eine Zeit lang her, schon als Unternehmen die erste Fuck-Up-Night bei uns auch im, also nicht die erste, aber bei uns im Haus die erste Fuck-Up-Night dann auch gehostet, weil wir einfach diesen konstruktiven Umgang mit den Fehlern im Unternehmen forcieren wollten. Und wir haben aus dieser Fuck-Up-Night ein unternehmensinternes Format weiterentwickelt, das wir Versemmelt-Frühstück genannt haben. Und in der Weiterentwicklung kommen wir jetzt immer mehr dazu, sozusagen Fail and Learn, ja, also nicht den Fehler im Vordergrund zu sehen, sondern eben das Learning. Und was mir sehr gut gefällt und was sicher ein Erfolgsfaktor in dem Zusammenhang ist, ist, dass sich unsere Senior Directors hinstellen und wirklich auch über ihre Fehler sprechen. Darüber sprechen, dass sie besser auf ihre Experten hätten hören sollen in dem ein oder anderen Projekt oder dass sie gemerkt haben, dass wir hier den falschen Weg gehen und dann eben entsprechend die Reißleine ziehen. Dass sie gemerkt haben, dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben und so vielleicht auch gute Kolleginnen und Kollegen verloren haben, demotiviert haben und die dann vielleicht sogar das Unternehmen verlassen haben.
Fail, First Attempt in Learning ist es für uns, ja, und einfach sozusagen ein ganz ein wichtiger Bestandteil in dieser New Ways of Work, weil wir einfach hier Dinge tun, die wir neu experimentieren müssen, die wir noch nie gemacht haben, wo wir noch nicht genau wissen, wie es geht. In dem Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig und das ist auch in den Leadership Ambitions ja auch drinnen, dass man hier einfach ein Umfeld schafft, eine psychologische Sicherheit schafft, in der Vertrauen herrscht, ja, wo man nicht die Sorge haben muss, wenn man über einen Fehler spricht, wenn man dazu gibt, dass einem etwas schiefgelaufen ist, dass man hier irgendwelche Konsequenzen zu erwarten hat, sondern dass man hier wirklich auf Menschen trifft, die einem helfen, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen sozusagen und den Way Forward wieder anzugehen. Was ich euch sonst noch mitgebracht habe, wir sind jetzt in der Zeit schon relativ gut fortgeschritten, unsere agilen Prämissen. Wie schon erwähnt, ist ja für uns Agilität nicht nur die Einführung von agilen Methoden wie Design Thinking und Scrum, sondern wir sehen das sehr differenziert. Und ich habe euch hier jetzt diese 7 agilen Prämissen mitgebracht, mit denen wir mit unseren agilen Teams auch ganz stark arbeiten. Die Teams suchen sich so, wie es für sie passt, eben die agilen Methoden aus, aber alle Teams arbeiten mit dem agilen Mindset und das wollen wir eben mit diesen agilen Prämissen ganz stark auch unterstützen. Erste agile Prämisse, Kunde im Fokus, bedeutet, wir reden nicht über den Kunden, sondern wir reden mit den Kunden. Wir fragen sie nach ihren Bedürfnissen, wir arbeiten datenzentriert und haben sozusagen den Kunden immer mit dem Projekt. Wir verbessern laufend, dazu habe ich ja schon viel gesagt, da ist auch dieser ganze Lernaspekt mit drinnen und ganz stark auch diese Routinen, wie sie zum Beispiel mit Retrospektiven ohnehin in der agilen Methodik gut vorgesehen sind. Das Streben zur Produktvision meint, sozusagen, wie man es jetzt schon auch gut kennt, dass man den Reason Why vorgibt und den Teams dann überlässt, sozusagen, wie sie diese Produktvision dann auch erreichen. Also das ist eine Änderung, weil früher wurden sozusagen die Ziele sehr stark vorgegeben, aber eben schon die Ziele und die zu erwartenden Ergebnisse und nicht die Vision, sozusagen, wo geht's hin, sondern schon sehr stark eigentlich das eingegrenzt. Und da machen wir auf. Das heißt, die Product Owner, die Business Owner eben ihre Vision vor und die Teams dürfen sich selber überlegen, herausfinden, priorisieren, wie sie da eben diese Produktvision dann gut auch erreichen. Kontinuierlich liefern, ein ganz wichtiges Prinzip beim agilen Arbeiten. Das heißt, einfach diese Kontinuität hineinzubringen, auch kleine Lieferungen zu machen, sich ständig Feedback zu holen und eben hier einfach ständig Nutzen sozusagen zu liefern. Ständig Kundennutzen zu liefern, an der Stelle nochmal gesagt, weil natürlich es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Fokussieren findet man auch genauso wie in den Leadership Ambitions hier wieder. Ganz, ganz wichtig, Fokus zu finden, zu priorisieren, die wichtigen Dinge zu tun, sich gut abzustimmen, um hier sozusagen die richtigen und die wichtigen Dinge zu machen. Team Setup, selbst organisiert und interdisziplinär zusammengestellt. Da geht es einfach darum, dass wir in den Teams eben crossfunktionale Teams zusammenstellen, die Hierarchien so gut wie möglich auch hier überspringen, ja, und hier wirklich Ende zu Ende Teams zusammenstellen, die eben in Selbstorganisation dann gut Nutzen bringen können. Und als Team und als Unternehmen und als Gruppe gemeinsam wachsen, bedeutet einfach, dass wir gut auf uns selber schauen, dass wir als Menschen auch in den Teams gut wachsen, also jeder Einzelne natürlich auch die Möglichkeit hat, hier sich weiterzuentwickeln, Wissen aufzubauen, Rollen einzunehmen, die vielleicht auch neu sind, wo man vielleicht auch noch nicht alles kann und hier wieder einen ganz starken Lernaspekt auch dabei. Und hier sieht man einfach einen ganz geschwinden Einblick in, wie dieses soziale Netzwerk auch ausschaut. Also es ist jetzt der Facebook-Oberfläche nicht ganz unähnlich, aber es ist wirklich ein wahnsinnig hilfreiches Tool zur schnellen Kommunikation,
eben, wie gesagt, auch mit den Live-Einstiegen bei verschiedenen Veranstaltungen, die man sich hinterher dann wieder anschauen kann. Und was auch sehr, sehr gut ist und für uns auch notwendig ist, ist, dass das auch in der mobilen Version gut funktioniert. Ich habe euch hier noch einen Eindruck mitgebracht von, wie schaut denn diese andere Arbeit jetzt aus? Und was man hier einfach sieht, ist, ja, da gibt es auch ganz oben rechts, haben wir da auch noch einen Herrn, der in einem Büro sitzt. Aber ganz viel der täglichen Arbeit passiert einfach im Zwischenmenschlichen. Nach wie vor haptisch, ja. Wir haben viele verteilte Teams, wo man auch mit digitalen Tools arbeiten kann. Das funktioniert auch gut, ja. Zum Beispiel mit Bildschirmteilen in Skype-Besprechungen. Also das ist unsere tägliche Routine. Wir haben gerade in den cross-funktionalen Teams auch sehr oft das Development nicht in Österreich, sondern in Polen, in der Ukraine, wo auch immer. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch mit diesen digitalen Tools hier unseren Arbeitsalltag gut unterstützen. Wir gehen raus, wir vernetzen uns auch nach außen. Da in der Mitte sieht man eine Delegation in Amsterdam auf einer Lernreise. Hier unten rechts sieht man, dass unsere Kolleginnen und Kollegen an einem Töchtertag sozusagen ihr Wissen auch weitergeben, so dass wir auch auf unsere Zukunft schauen. Vielleicht auch mehr Mädchen sozusagen für diese Telekommunikationsbranche, die schon sehr männlich dominiert ist, muss man sagen, hier auch mehr Diversität hineinbringen zukünftig mit mehr Mädchen. Dieses schöne Auto, das war ein Co-Creation-Workshop mit Porsche Consulting, also da oberhalb, wo ich gerade dieses orangene Post-it vorlese, das ist sozusagen der Workshop und da unterhalb haben sie uns noch ein Auto in die Aula gestellt und wir haben einen Co-Creation-Workshop zum Thema Mobilität mit Porsche gemacht. Es war ganz, ganz spannend. Wir haben auch Kunden eingeladen, Kunden von unseren beiden Unternehmen und haben mit denen gemeinsam sozusagen in einem Design Thinking, 2 Tage Design Thinking Modus einfach neue Ideen für digitale Mobilität entwickelt. Und links sozusagen eher so die Customer Experience Ecke. Wir arbeiten ganz viel mit Personas, genau, Customer Journeys. Also das ist so unser tägliches Tun. Hier einfach noch ein paar Bilder, die so ein bisschen dieses andere Arbeiten auch nochmal spürbar machen. Genau, und last but not least wachsen wir nicht nur sozusagen in den Ergebnissen, sondern auch als Team. Also für uns ist dieses Team, dieser Teamgedanke ganz, ganz wichtig. Und wir haben, das kann man, glaube ich, auf dem Foto auch sehen, recht viel Spaß. Da gibt es auch die ein oder andere Schramme. Die Kollegin ganz rechts hat es beim Radfahren geschmissen an diesem Tag. Ja. Aber wir haben trotzdem einen tollen Teamtag gehabt und haben viel Spaß zusammen. Und das ist halt auch wichtig, dass man das nicht immer nur um den Inhalt geht, sondern dass man eben auch als Team die Möglichkeit hat, gut zusammenzuwachsen, sich gut auszutauschen, voneinander zu lernen. Und ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags mal angelangt. Ich habe euch hinten noch ein paar Links dazu gegeben, die allesamt sozusagen noch einmal ein bisschen einen noch spürbareren Einblick in unser Tun gibt. Oben auch noch einmal die vom Evo auch die Videos, in der Mitte alles, was wir so zum Thema Fehler und Lernkultur da online haben. Ich habe auch mit dem Leonid Lenzer für Firmenfunk mal einen Podcast machen dürfen, den habe ich euch da dazu gegeben. Und am Ende noch einen Video-Channel auf YouTube zum Thema Empowering Agile von uns als Unternehmen. Genau, und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Gut, in Ordnung. Erstmal ganz, ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Bei uns gab es hier in der Runde eine Frage vom Hansi. Vielleicht kannst du die selber mal stellen und erklären. Thorsten war das, ja genau. Thorsten. Ich wollte nur wissen, welches Werkzeug das ist. Konntest du das verstehen? Nein, leider nicht. Welches Werkzeug ihr verwendet, um dieses Social Intranet zu gestalten? Also was ihr da eigentlich als Lösung nehmt? Workplace. Corporate Version von Facebook. Und wie habt ihr erreicht, dass es genutzt wird? Ganz stark durch Vorleben. Also unser Top-Management lebt das ganz stark vor. Die sind am Weg irgendwo hin, gehen live und
und da gibt es einfach exklusiven Content, den wir über kein anderes Tool zur Verfügung stellen. Und durch Nutzen. Also die Menschen haben ganz schnell gemerkt, wenn sie das Tool nutzen, dann haben sie auch einen Nutzen daraus. Sei es Questions Answers, wo man wirklich in kürzester Zeit immer eine Hilfe bekommt. Oder auch wirklich thematisch, wo man sich eben Communities anschließen kann oder auch hierarchieübergreifend, wo zum Beispiel dann der CEO zu einem Frühstücksaustausch einlädt und man sich sozusagen auch über das Tool dann eben für diese Veranstaltung anmeldet. So, ganz, ganz vielen Dank. Ich sehe jetzt im Chat noch keine weitere Frage, deswegen stelle ich mal noch eine von meinen. Die ist mir bei diesen Fuck-Up-Nights aufgefallen. Das ist das Thema, werden dort auch hier Fehler dargestellt, wofür man jetzt bisher noch keine Idee hat, wie man daraus lernt und wie man sie gelöst kriegt. Also ich kenne das häufig, ist das so, wenn man schon den positiven Ausblick hat und quasi auch schon eine Lösung für das Problem und sagen kann, was man wirklich daraus gelernt hat. Oder kommen da auch Dinge, wo ich sage, hey, das ist zwar, das läuft zwar schief, aber ich habe keine Lösung dafür. Ja, da ist die Fuck-Up-Night oder die so Fail-and-Learn-Sessions eher nicht dafür geeignet. Aber was wir machen, sind kollegiale Fallberatungen. Das heißt, wenn jemand gerade akut irgendwo ansteht, ja, dann kann man auch über unser Agile Transition Team oder auch über HR sich Hilfe holen und eine kollegiale Fallberatung aufsetzen. Ja. Und wir haben sehr viele Leute im Unternehmen, die eben auch Coaching-Ausbildung haben, die auch viel Erfahrung haben und die unterstützen dann da gerne dabei. Hallo Elisabeth. Ihr habt einen großen Fokus auf die Führungskräfte, das Änderung der Mindsetting sozusagen gelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Seit wann arbeitet ihr daran, dass sich die Führungskräfte da mehr loslassen können, nicht so ihre hierarchische Sichtweise oder dieses, hier muss man anwesend sein? Also seit wann ist da was in Bewegung? Ja, also dann sage ich vielleicht ganz kurz was zur Geschichte und das war jetzt sozusagen die Frage auch. Wir haben ja einen Führungswechsel gehabt 2016, als Margarete Schramböck in die A1 gekommen ist und das war sozusagen der Auslöser für diese agile Transformation. Margarete Schramböck hat hier wirklich ein paar Dinge auf die Reise geschickt. Leider ist sie ja uns dann abhanden gekommen. Sie wollte ja in die Politik wechseln. Und dann, als sie eben weg war und leider auch einige Leute mit ihr mitgegangen sind, haben wir noch einmal einen Riesenschritt zurückgemacht. Und erst jetzt vor gut einem Jahr, also das heißt, begonnen haben diese Dinge 2016, 2017. Sie haben aber dann ein Stück weit stagniert, weil uns einfach hier das Management-Backup gefehlt hat. Mhm. Und eben jetzt die letzten 2 Jahre sozusagen, 1,5 Jahre, hat es jetzt wieder neu einen Aufschwung genommen. Und ich glaube, jetzt sind wir richtig in Fahrt. Leadership Ambitions in der konkreten Version haben wir heuer im Frühjahr ausgerollt. Also wenn ich es richtig höre, ganz, ganz stark getragen von ganz oben. Ohne dem scheint es nicht zu gehen. Und dann eben sozusagen bei den Führungskräften einen starken Fokus drauf gelegt. Korrekt. Korrekt. Okay, Dankeschön. Sehr gerne. Hi Hansi, ich habe auch noch ein paar Fragen. Und zwar, du hast von dem 70-20-10-Modell gesprochen bezüglich eurem Constant Learning. Die Frage von mir wäre, inwiefern sind diese 100% Learning quasi direkt im Projekt oder wirklich separat als Weiterentwicklung, Weiterbildung gestaffelt? Also uns geht es eigentlich darum, wenn wir gerade im Wissensmanagement so ein bisschen das Thema haben, wenn man jetzt als Berater unterwegs ist ja immer die Frage, Wissensmanagement, aus meiner Sicht findet das zu 100% im Job statt. Aber die Frage ist natürlich, oft ist in Organisationen so, dass Weiterbildung auch dann separat irgendwie gemacht wird. Mhm.
Also die erste Frage war jetzt 70-20-10, wie sehr ist das verankert? Wir haben vor 2 Jahren tatsächlich auch unser Performance-Modell umgestellt auf ein individuelles, stärkenorientiertes Modell. Und da hat sozusagen jeder und jede die Möglichkeit, die individuellen Weiterentwicklungswege nach diesem 70-20-10-Modell auch festzulegen. Gemeinsam mit der Führungskraft, und da gibt es dann sozusagen auch den Auftrag dazu. Wir haben halt den Fakt geschaffen, indem in der Strategie tatsächlich dieses Constant Learning verankert ist, dass das einfach ein fixer Bestandteil auch der Arbeit ist. Und sei es jetzt eben zu einem Community-Format zu gehen oder zu einer Konferenz zu gehen, das heißt, sich auch nach außen zu vernetzen, oder sei es auch in einem Firmenaustausch zu gehen. Wir machen sehr, sehr viel auf informeller Ebene, indem wir uns sozusagen, zuletzt habe ich mich getroffen mit dem Agile Coach von Raiffeisen. Das ist eine große Bank zum Beispiel bei uns, ja. Und dann tauschen wir uns aus und dann überlegen wir sozusagen, wie wir uns gegenseitig auch unterstützen können. Welche Formate wenden die einen an? Was machen die anderen? Was kann man voneinander lernen? Wo sind die einen schon weiter? Wo sind die anderen noch schon weiter? Also da einfach ganz stark diesen informellen Austausch. Also das heißt, wenn ihr ein Projekt macht von A1 in Slowenien oder wo auch immer, baut da was auf, dann ist das ganz normal, dass die Mitarbeiter im Sinne ihrer Weiterbildung, sage ich mal, Wissenstransferierung, das ganz normal auf das Projekt letztendlich buchen, ohne dass da irgendwas separiert wird. Ja, das mit dem Buchen, also wir haben keine innerbetriebliche Leistungsweiterverrechnung. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie Reisekosten oder sowas anfallen würden, dann geht das auf die Linie. Okay, aber letztendlich die Arbeitszeit oder so, das ist ganz normale Arbeitszeit und Projektzeit. Korrekt. Okay. Gut. Aber es ist schon auch viel Freiwilligkeit dabei, ja, weil zum Beispiel Meetups, ja, Meetups finden immer abends statt, ja, und ja, wenn man halt Lust hat, geht man hin, aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich das jetzt irgendwie als Überstunden verrechne, abgesehen davon würde ich es eh nicht gezahlt gekriegen, ja. Also, das ist, aber das muss ja niemand machen, ja, es wird ja niemand dazu verpflichtet, auf ein Meetup zu gehen. Die Leute machen es, ja, und bringen das Wissen dann ins Unternehmen zurück, und da profitiert natürlich jeder Einzelne, das Team, aber auch die ganze Organisation am Ende des Tages. Gut, Nummer 2, aber. Ich habe eine Frage, und zwar, das klingt ja schon alles ziemlich, ziemlich großartig, und du hast gesagt, so wirklich Fahrt aufgenommen hat es so die letzten 1,5-2 Jahre. Wie groß ist denn das Team, das dann im Bereich Wissensmanagement oder agile Transformation arbeitet, dass ihr so viel umgesetzt bekommen habt? Also ein Wissensmanagement-Team gibt es gar nicht. Mhm. Aber wir haben ein Team in der agilen Transformation, ein zentrales und mehrere dezentrale. Also ein zentrales, das sind 6 Personen. Also das ist ein agiles Team mit einem Agile Master, die ganz zu 50% eigentlich in einer ganz klassischen Scrum-Logik arbeiten. Und die dezentralen Teams, die machen das zu wesentlich weniger Prozent. Und wir bauen jetzt gerade auf, also wir haben jetzt 2 interne Agile Coaches und 2 externe im Moment. Genau, und das ist es eigentlich. Aber wir arbeiten natürlich ganz stark zusammen mit HR, mit der internen Kommunikation, natürlich mit den dezentralen Teams. Also wir haben hier schon sehr stark den Anspruch, ein Train-the-Trainer-Konzept zu haben. Ja? Wir können das nicht alles zentral supporten. Ja, okay. Einfach super. Wir schauen, dass wir dezentral auch über die Communities da einfach gut in die Breite kommen. Gut. Danke. Jetzt nochmal eine Frage, die uns gerade auch im Kurs ein bisschen beschäftigt. Du hast vorher von Standardspielregeln gesprochen, Räume verlassen, Beitragspolicy, solche, sage ich mal, Sache. Die Frage ist, was habt ihr da? Weil das ist ja so hart, ich brauche ja gemeinsames Verständnis, so gemeinsame Basics, wo ich dann letzten Endes sage, okay, das ist unser allgemeines Verständnis, so arbeiten wir. Habt ihr da irgendwas in Bezug auf so allgemeine Policy? Also Team Trust und Agility sind unsere Guiding Principles. Und im Endeffekt ist es in der kleinsten Einheit notwendig, dass man diese Dinge für sich interpretiert.
Okay, das heißt, da gibt es für euch keine grundlegende Rules, Kinderstube, wie auch immer, wie man das einmal nennen will, wo ihr sagt, das ist eigentlich schon ein Mindestmaß, davon gehen wir aus. Na, bei Elisabeth, ihr habt doch auch Rahmenbedingungen, hast du vorhin, glaube ich, auf der ersten Folie irgendwie stehen gehabt, dass ihr so, schon so Rahmenspielregeln festgelegt habt. Was jetzt die Benutzung der Räume zum Beispiel anbelangt. Ja, oder wie man halt in einem Webinar halt oder bei einer Telekonferenz miteinander umgeht. Sowas habt ihr schon da? Ja, also wir... Also eben gerade in dem Bereich, und wir nennen das Agile to Go, also gerade in dem Bereich Agilität. Und da gehört zum Beispiel auch, wie kann ich eine Skype-Konferenz interaktiv gestalten dazu. Ja, und dann gibt es halt eine Kollegin oder einen Kollegen, die können das halt, weil sie es vielleicht woanders gelernt haben oder weil sie sich selber irgendwie angeeignet haben. Und dann machen die halt eine halbe Stunde eine Skype-Session und die wird halt aufgezeichnet und dann geht das in... auf Workplace und dann ist es für alle verfügbar. Und was wir schon haben, sind eben Personalentwickler in den dezentralen Einheiten, die solche Dinge dann natürlich auch verteilen. Also Spielregeln, wie gesagt, zum Headquarter neu, also zum Open Office, ja, die gibt's. Da stehen halt dann so Dinge drauf, wie es gibt Clean Desk Policy, jeder, der ein schmutziges Geschirr in die Küche tragt, soll es bitte in den Geschirrspüler stellen. Da steht drauf, bitte blockier keine Meetingräume, wenn du kein Meeting hast und solche Dinge. Das gibt's schon. Und wie ist das mit der Einhaltung oder wie soll ich sagen, gibt es sowas wie disziplinare Möglichkeiten, wenn man es nicht einhält oder wie? Naja, beispielsweise die Geschichte mit den Meetingräumen. Ja? Wir haben halt Workshopräume und die und es gibt halt unterschiedliche Anforderungen, wie halt das Setting in einem Workshopraum ist. Und wenn man jetzt in den Workshopraum reinkommt, dann stehen erstmal Tische mit Sesseln. Und wenn man jetzt die Tische auf die Seite räumt, dann soll man bitte die Tische wieder herräumen, nachdem man geht. Ja, und auch sozusagen die Stromversorgung wiederherstellen für Beamer und all diese Dinge. Und wenn das halt nicht passiert, dann gibt halt ein Tutorial-Video von FAM auf Workplace, wo halt dann steht, offensichtlich ist es noch nicht allen klar, wie ein Meetingraum wieder zu verlassen ist. Schaut mal, so geht's. Ja? Okay, so. Also sozusagen in die Allgemeinheit hinein und nicht auf die Person fokussiert oder so. Weil man weiß ja, wer den Meetingraum vorher benutzt hat, also wer ihn gebucht hat sozusagen. Also ich weiß gar nicht, ob man das weiß. Also ja, vielleicht irgendwo zentral. Also ich könnte das nicht rausfinden. Ich sehe nur, ob er frei ist. Also wir haben so QR-Tags an den Meetingräumen. Mhm. Und wenn ich spontan einen brauche, gehe ich vorbei, halte mein Handy dorthin und sehe, ob er frei ist oder nicht. Ah, ja. Okay. Und wenn ich ihn buche, dann buche ich ihn ganz normal über Outlook und muss ihn aber einchecken, wenn ich drin bin. Also das heißt, aber in dem Moment, wo ich wieder draußen bin, ist er wieder ausgecheckt. Und also ich wüsste jetzt nicht, wie man rausfinden könnte, wahrscheinlich irgendwo in der Admin kann das wahrscheinlich schon, aber ich als User finde nicht raus, wer vor mir in dem Meetingraum drin war. Okay. Okay. Und dann noch eine ganz letzte kurze Frage von mir. Datenschutzthematisch hattet ihr kein Problem? So also, im Allgemeinen oder wie? Nee, halt, wenn ich eure Vernetzung höre, dann ist es zum einen intern, zum anderen stellt ihr natürlich vieles auch nach außen bereit. Dann auch noch nach außen in andere Netzwerke. Das ist ja, wenn man jetzt diese neue Datenschutzrichtlinie hat, ist das ja alles dann recht schwierig und recht kompliziert. Das heißt, das löst ja alles über einen ganz normalen Arbeitsvertrag und damit ist das erledigt. Also DSGVO war letztes Jahr ein Riesenthema natürlich. Ja. Und natürlich haben wir alle Vorkehrungen getroffen, damit wir die einhalten. Beispiel, weil du es gesagt hast, Sharing nach außen in soziale Netzwerke. Das ist noch relativ neu. Das war früher sehr stark redaktionell über externe Kommunikation getrieben. Das ist jetzt etwa ein halbes Jahr, dass der Aufruf in die Organisation hineingegangen ist, teilt doch die coolen Dinge, die wir hier so tun. Und dann gibt es halt einen One-Pager, wo draufsteht, was man darf und was man nicht darf. Und da steht halt drauf, du darfst keine interne und keine noch nicht gelaunchten Projekte und solche Dinge darf man halt nicht ins Netz stellen, aber das ist eigentlich eh klar. Ja.
Aber das ist ja gar nicht so sehr Datenschutz, sondern eher Compliance. Genau. Was auch ist, und das mache ich zu meiner eigenen Absicherung, ich poste extra ein Foto, wenn ich zum Beispiel zu einem Meetup gehe, zum Beispiel unserem Mitbewerber, ja, und schreibe dazu, das war ein Meetup, es ging um das Thema Rolle Agile Coach. Und wir haben nicht über Produkte und nicht über Projekte gesprochen. Aus Compliance-Sicht gibt es hier keine Bedenken. Ja? Das poste ich schon extra so, dass es dokumentiert ist und fertig. Ja? Okay. Und die Kollegen oder so, die da drauf sind, die haben alle auch kein Problem damit. Letzter Konsequenz. Hätte ich jetzt noch nie wahrgenommen. Und vielleicht zum Datenschutz schon. Und das ist tatsächlich ein Thema. Die Toolnutzung. Also Kollaboration mit externen Partnern auf kurzem Wege ist tatsächlich eine Challenge und zum Teil auch ungeklärt. Was wir haben, ist einerseits Jira und Confluence, dass man begrenzt nach außen aufmachen kann, dürfen oder darf, sage ich jetzt mal. Ja. Aber was zum Beispiel ganz, ganz schwierig ist, sind so Dinge wie Slack oder Trello, die halt einfach die kurzen Wege forcieren würden. Ja. Und da sind wir tatsächlich dran, dass wir hier Lösungen finden, die auch mobil gut funktionieren. Das ist tatsächlich eine Challenge. Oder eben auch zum Beispiel Skypen mit den Leistungspartnern oder mit den Teammitgliedern eben in Polen oder in der Ukraine beispielsweise, Bildschirm sharen und solche Dinge, das ist eine Herausforderung, weil wir als A1 sozusagen zahlen nicht für den russischen Entwickler jetzt die Infrastruktur, ja, und wenn die das dann halt nicht haben, dann ist es schwierig, ja. Gut, danke. Gut, ich habe noch eine Frage jetzt selber von meiner Seite zum Abschluss. Du hast das Empowering und Transparenz als eine der Grundpfeiler dort mit genannt gehabt. Wie funktioniert denn die Bereitschaft dazu, in den unterschiedlichen Führungsebenen dort wirklich konsequent mitzumachen und es umzusetzen? Das stelle ich mir so vom ersten Gefühl her als die schwierigste Bereich dafür vor. Also Transparenz und Empowering sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Zum Thema Transparenz vielleicht. Also es gehört zum agilen Arbeiten dazu, sozusagen, dass man Arbeit sichtbar macht. Es wird dann auch im Team schnell sichtbar, eben zum Beispiel über Kanban Board oder auch irgendwie eine digitale Lösung. Wer arbeitet woran? Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Da kenne ich jetzt auch wenig, wo wirklich Aufstand entstanden ist oder so, ja. Was natürlich besser und schlechter funktioniert, ist, wenn man dann halt das irgendwie über Jira und Tickets und sonstige Dinge halt macht, das gibt es halt mehr oder weniger Bereitschaft, sich da wirklich in aller Konsequenz das auch zu tun, alle Tickets rechtzeitig abzuschließen und solche Dinge. Ja. Zum Thema Empowering, das ist tatsächlich ein größeres Vorhaben. Das ist ja auch in den Leadership Ambitions, das heißt ja auch Ambitions, also es ist ja nicht was, wo wir sagen, das haben wir jetzt schon, sondern das ist was, wo wir hinwollen. Und das ist ein eher steiniger Weg, würde ich sagen. Es ist deswegen ein steiniger Weg, erstens, weil wir viele Menschen damit erreichen müssen. Und es ist deswegen auch ein steiniger Weg, weil das ja auch mit Ängsten natürlich verbunden ist. Und das wird noch dauern. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir arbeiten sehr viel mit den Menschen, versuchen da auch die Ängste zu verstehen und da auch Maßnahmen zu setzen, dass die sozusagen auch dann aus dem Weg gehen. Aber wir haben halt natürlich eine Struktur, die über Jahre gewachsen ist, wo sehr viele Experten auch in Führungsrollen sind. Und da ist das natürlich mit dem Loslassen und mit dem Empowern eine große Herausforderung und ja, das werden wir jetzt sehen, weil was wir jetzt noch nicht angegriffen haben, was aber klar, ganz klar der nächste Schritt ist, ist tatsächlich die organisatorische Umstrukturierung und da erwarten wir schon Widerstand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, also ganz vielen Dank. Wir haben eine Frage hier. Ja, hi, Thorsten hier. Jetzt nutzt ihr dieses Workplace, um teilweise Informationen zu teilen. Also ihr stellt da Videos ein, vielleicht auch irgendwelche anderen Beiträge. Ihr nutzt aber gleichzeitig auch noch Jira und Confluence und wahrscheinlich irgendwie historisch bedingt habt ihr noch andere Wissensinseln. Wie ist es denn euch
bei euch im Unternehmen mit dem Wiederauffinden von den Informationen? Woher wissen die Leute, welche Informationen sie wo finden? Also gibt es da irgendwie so einen Guided Process irgendwie? Gibt es Knowledge Maps oder sonst irgendwas, woher die Leute die Infos kriegen, welche Informationen sie wo finden können? Weil dieses Problem stellt sich bei uns auch. Wir haben historisch bedingt viele Wissensinseln und die Leute verweigern teilweise die Suche nach Informationen, weil sie sagen, es ist zu undurchsichtig. Das kann man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten. Ich kann jetzt mal einfach erzählen, ich bin wahnsinnig glücklich über Confluence, weil früher hatten wir SharePoints und zwar viele. Und das war ganz schwierig, da was zu finden. Und Confluence hat eine sehr, sehr gute Suche und also das klappt wirklich gut. Und ich bin eine Sucherin. Also ich verwende die Suche und arbeite mit Suchen. Also ich arbeite überhaupt nicht jetzt mit irgendwelchen Ordnerstrukturen oder so. Auch nicht in meinem privaten Wissensmanagement. Ja. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich und vor allem sehr typabhängig auch. Was ich erlebe und da hilft uns auch Workplace, ist, dass die Leute dann einfach ihre Frage in die Q&A stellen. Da steht dann halt, wer hat was zum Thema, sage ich irgendwas, Spielregeln im Headquarter und dann dauert es nicht lang und es wird irgendjemand den richtigen Link dazu posten, wo auch immer der dann hinzeigt. Workplace hat auch eine sehr strukturierte Suche, eine sehr gute. Also das, ich finde da drin alles, was ich irgendwie brauche. Und wenn ich nicht die Information finde, dann finde ich Namen, über die ich mich dann sozusagen an die Information herantasten kann. Und da ist es so, dass spätestens der zweite, den man kontaktiert, der richtige ist. Okay. Also diese Q&As, die ihr da einstellt, also ich kenne das von verschiedenen Entwicklungsplattformen, gibt es da wirklich dann nur Frage-Antwort oder führt ihr das dann so durch wie in so einem Forum, dass es da dann eine ewig lange Liste von Beiträgen gibt oder macht ihr das dann direkt so wie die Antwort da ist und auch als richtig bestätigt, macht ihr das dann zu, dass sich da keine langen Unterhaltungen und Diskussionen entwickeln oder? Nein. Das bleibt offen. Das heißt, also Workplace hat diese Funktion gar nicht zu sagen, ist das jetzt fertig oder nicht, ja, sondern wenn der Beitrag einfach nicht mehr relevant ist, dann verschwindet er. Ja? Also er verschwindet dann im Thread nach unten und damit ist er weg. Ja? Aber ich weiß zum Beispiel, also ein ganz klarer Use Case und das passiert mir halt immer mal wieder, ist, dass ich mir mein Konto sperre, weil ich halt das Passwort irgendwie falsch eingebe oder was manchmal passiert ist, dass ich am Handy noch nicht synchronisiert habe und am Handy das alte Passwort eingebe und dann sperre ich mir meinen Account. Und ich vergesse jedes Mal den Link, wo ich mir das wieder aufsperren kann. Und das suche ich mir jedes Mal aufs Neue wieder aus Workplace raus und das ist einfach ewig alt schon der Beitrag, ja, weil das hat halt irgendwann mal jemand gefragt und ich weiß, dass das da drinnen ist und den suche ich mir dann halt immer wieder raus und dann verwende ich das halt wieder. Also Suche, wie gesagt, funktioniert gut und von der Relevanz her, also das ist halt Facebook Magic irgendwie ein bisschen auch mit drinnen, was wird jetzt sozusagen im Newsfeed wie angezeigt, hat halt auch damit zu tun, welche Gruppen habe ich auch abonniert. Und ich kann mir das schon sehr stark customizen auch, was bei mir dann sozusagen in der Relevanz ganz oben erscheint. Aber das ist halt ein bisschen Arbeit, dass man sich das so customizt. Ansonsten ist es eine chronologische Liste von all den Dingen, die ich abonniert habe oder wo ich automatisch abonniert bin. Eben diese ganzen Unternehmensgeschichten, die sind automatisch abonniert. Und dann kommt das einfach im Thread daher. Und okay. Wenn ich Admin bin von einer Gruppe, dann habe ich natürlich eine eigene Benachrichtigung dafür und dann schaue ich halt rein. Ja. Noch eine letzte Frage zu Confluence. Nutzt ihr das irgendwie so, wie es kommt von Atlassian oder habt ihr das irgendwie noch ein bisschen strukturiert? Benutzt ihr irgendein Theme oder so, dass ihr eine zusätzliche Navigation habt? Weil bei uns im Unternehmen sagen die Leute, sie sind sehr unzufrieden mit der Confluence-Suche. Ich weiß, da hat sich mit dem letzten oder vorletzten Release hat sich da noch mal ein bisschen was getan. Da haben sie die Suchfunktion sogar noch ein bisschen verbessert. Aber bei uns im Unternehmen sind die Leute eher weniger begeistert von dieser Suche. Deswegen ist da der Ruf nach einer Struktur sehr laut. Ich weiß es nicht. An und für sich ist es so, dass Confluence ein
Also ich würde es mit WordPress vergleichen, circa vom Funktionsumfang, wie wir das haben. Also ihr habt schon irgendwie auch so Top-Navigation und Sub-Navigation mit drin oder wirklich nur ein Suchfeld und das Space Directory? Ich zeige euch das einfach mal kurz. So, so schaut das aus. Ja, jetzt sieht man es. Und so, also, das ist da jetzt zum Beispiel die Startseite. Und dann kann ich, also wir hatten jetzt Erntedankfest und das Erntedankfest, das heißt Agile Garden, das ist unser Kommunikationsformat dazu. Und jetzt habe ich da oben Agile Garden eingegeben und das ist die Suche dazu. Das funktioniert jetzt. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sieht man jetzt links in der Navigation, wo ich da jetzt sozusagen in den, also ich würde über die Navigation würde ich da nichts finden, ja, weil das einfach so verschachtelt ist, weil man sozusagen immer drunter dann eine Seite anlegt und da schreibt man das dann einfach hin. Ja. Aber über die Suche finde ich alles. Obwohl eigentlich so schwierig wäre es gar nicht. Events und Infos, ja. Aber das ist halt, also da tut sich dann schon viel mehr. Ja. Super, danke. Ja. Also keine Ahnung, ob das jetzt Standard oder nicht Standard ist. Das sieht nach Standard aus, ja. Vielleicht die geringfügige Anpassung beim CSS für die Farben und so, aber sonst sieht es ziemlich nach Standard aus. Ja, Elisabeth, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war großartig und das ist auch absolut großartig, was ihr da tut. Sehr beeindruckend. Also das war sehr bereichernd. Ganz, ganz herzlichen Dank und dann herzlichen Dank an alle, die dabei waren und ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Ja, genau. Ganz vielen Dank. Ne? Danke. Tschüss. Ciao.